Hallo und herzlich willkommen zurück bei Technomage. Ich habe im letzten Mal haben wir diese riesige Maschine, die hier zum Leben erwacht ist, zerstört. Und jetzt sind wir in einem Eisland, weil Gründe. Wir sind zusammen mit Metallis hier, die will sich aber nicht zu uns dazugesellen. Und deswegen werden wir, zuerst mal eine Cutscene anschauen? Okay. Wir müssen über diese Schneebrücke. Sehr stabil sieht sie nicht gerade aus. Was meinst du? Ich finde, du solltest vorangehen. Okay. Dankeschön für deine Zumutbarkeit. Ah, Speicherpunkt. Very nice. Lass mich raten. Was war das? Ich sollte besser machen, dass ich hinterherkomme. Was war da? Oh, RIP. Ja, und damit ist Talis tot. Und wir gehen weiter alleine und geben den Scheiß. Nein, sie ist wahrscheinlich noch im Leben, oder? Auf Feier. Talis, kannst du mich hören? Hast du dir wehgetan? Ich werde dir helfen. Ich komme. Irgendwie komme ich schon zu dir runter. Mach dir keine Sorgen. Ich komme. Okay. Wow. Ich muss gerade sagen, tolle Musik. Mal wieder eine ziemlich, ja, erinnerbare Musik hier. Tolles Feeling. Jetzt müssen wir irgendwie da runter. Hallo, Motherfucker. Ein Schneemann des Grauens! Seht nur seine Karotte. Und er hat rote Augen. Oh mein Gott. Er ist böse. Grund auf die ist böse. Tötet ihn. Er lebt noch. Okay. Das ist gar nicht gut. Ich denke, wir werden hier mal den Feuerball wieder benutzen. Vielleicht ist der sehr effektiv hier. Gegen Schnee, weil Schmelzen und so. Wie viel Dämme? Hey, what the fuck? Wo kommst du denn her, du kleiner Kobold? Na und du? Du nimmst auch nicht allzu viel Schaden, ne? So, wisst ihr was? Schütz gegen Feuer. Ich glaube, diesen Steinhauerkürtel brauchen wir sowieso nicht mehr. Wie wär's denn wieder, wenn wir die Zaubersprüche wieder aufwerten? Wer Magie-Damage? Ein Radar ist immer nicht schlecht und den Hammer werden wir mal so belassen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob uns der Feuerball wirklich was bringt gegen die Schneemänner hier. Mann. Kein Ecken hier. Oh! Schneemann! 47 Schaden. Okay, das ist so. Wow, was zum Teufel? Ein fetter Troll oder was? Sind wir hier in Skyrim? Ich hoffe, die sind nicht so stark wie in Skyrim. Die Trolle sind unglaublich stark da. Hallo? Ey, komm her! Ich hau dir eins auf die Rübe! Komm her! Warum machen die? Au, au, okay, die machen doch was. Oh, scheiße. Achso, wisst ihr was? Irgendwie habe ich das Gefühl. Er ist tot. Wir werden doch nicht genügend Damage hinkriegen mit diesem Feuer. Obwohl ich dachte, wir könnten ihn hier wieder benutzen. Irgendwie ist das so immer ausgelegt, dass wir wahrscheinlich die neuesten Zaubersprüche immer gut gebrauchen können. Hey! Oh mein Gott, was hat der für eine Range? Der Hacker hier. Hey! Hörst du wohl auf? So! Jetzt schön Flächendamage auf beide. Tot. Warum bekommen wir nur noch so wenig Mana-Tränke? Na gut, wir haben ja auch eine Regeneration. Aber trotzdem. Hey, ihr werft einen Schneebällen auf mich. Glaubt ihr, das ist ein Scherz hier, oder was? Komm her. Komm her. Komm her. Dankeschön. Kombitränke, die sind immer erwünscht. Ah, oh, was ist denn das für ein großes Land hier? Oh, wir sind noch gar nicht weit. Scheiße. Wir folgen jetzt erstmal hier dem Weg. Ey. Hallo. Du siehst aber toll aus. Hey. Dich habe ich gesehen. Merken wir uns den Trank für später. Vielleicht kommen wir nochmal dahin. Friss meinen Stein. Hey, level up. Geile Scheiße. Hier Mystik und ja. Strength oder was auch immer. Stärke. Hier, mehr Schlag. Damage in die Fresse. Hey, schön zusammenstehen. Und sterben bitte. Da kommen gleich drei. Was zum Teufel ist hier los? Was beschützt ihr denn? Oh, nimm noch diese kleine Scheiße hier, die immer noch Schneeballschlachten spielen. Was zum Teufel macht ihr hier überhaupt? Oh, was ist das denn jetzt? Wow. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass gleich dieses ganze Teil hier runterfällt. Du brauchst einen Kupferschlüssel. Ja, scheiße. Da müssen wir jetzt hier irgendwo in diesem Mittellandschaft noch einen Schlüssel finden. Kopfschlüssel, das hatten wir schon lange nicht mehr. Wann war das letzte Mal der Fall? Ich glaube noch in der Krypta. Ja, ich glaube zuletzt brauchten wir diese Scheiße in der Krypta. Oh mein Gott, das sind gleich drei. Aber sie bewegen sich nur, wenn ich in der Nähe bin. Das ist... Oder sie bewegen sich nur, wenn ich mich bewege.
Okay, nee, 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 ist nicht so. Ist, scheiße! Nur Funken ins Gesicht. Komm her! Schneemann des Grauens! Puh, Halloween war doch schon. Fuck my life, komm her! Aber sie sind dafür ziemlich scheiße im Angreifen. Komm schon! Oh, scheiße, okay, springen ist nicht gut. Wir haben es versucht. Steine sind die Lösung. Hey, da ist noch einer. Aber da komme ich gar nicht hin. Ich komme nicht durch. Beinahe. Zumindest können sie mich abfeuern. Da muss wohl Magie ran. Komm her und steht schön zusammen. So, das war's auch schon. Zum Glück haben sie... Oh, scheiße, sie haben was gedroppt. Und ich komme nicht dahin. Ah, ich muss das Geld haben. Gebt mir die Kohle. Oh, verdammt nochmal, noch mehr Gegner. Sterbt, 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 sterbt. Friss den Hammer. Dankeschön. Money, money, money. Oh nein, es geht weg. Nee. Oh, ich hab's noch gekriegt. Oh, Geld geil und so, wisst ihr. Das ist wichtig. Komm her. Oh. Warum sind so viele von euch da? Meine Fresse. Und gerade wenig Leben habt ihr auch nicht. Komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind mehr, als ich dachte. Schön vorsichtig. Wir verbrauchen ja so viel Mana. Kann es doch auch nicht sein. Komm her. Blöder Troll. Ha, drei fette Schläge und da ist er tot. So. Hey, da ist noch ein Schneemann. Verflucht, wie viele Schneemänner? Wer baut euch alle? Das geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Oh, scheiße. Kommt schon. Oh Gott. Gleich bin ich Moos. Und zwar Pampelmus. Das gefällt mir gar nicht. Ah, erwischt. Scheiße. Oh Gott, wir sterben wieder mal. Na. Komm schon. Hier, Fritz Stein. Und gib mir dein Geld. Ah, das sind noch mehr. Wie viele von euch gibt es hier überhaupt? Zeit für die Bombe. Die wahrscheinlich überhaupt kein Damage mehr hat. Aber der Versuch... Okay, 13 Schaden, das ist lächerlich. Geradezu lächerlich. Fresst. Scheiße. Geht einfach sterben. Ganz... Ich meine, hey, ist doch nur ein Rad. Oh, meine Fresse. Wir haben ja 42 Tränke. Also für das Leben. Super. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir haben uns in einer Sackgasse wiedergefunden. Scheiße. Wer baut hier all diese Schneemänner? Kann doch nicht sein. Wir brauchen irgendwo den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Hey, du! Schneemann! Wo ist der Schlüssel? Na, er will es mir nicht sagen. Dann musst du wohl sterben! Gib mir den Schlüssel! Warum hat niemand den Schlüssel hier? Hm. Hier geht's tief runter. Aber auch wieder hoch. Oh, noch mehr Schneemänner! Friss! Mein Hammer? Hallo, Item? Irgendwo? Nee? Ah, Mist. Na gut, dann gehen wir wohl eine Etage höher. Ist hier vielleicht ein Hammer? Ich meine, den Schlüssel? Warte, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen wieder zurück. Nee, 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 nee. Gehen wir hier links? Ist hier was? Hallo? Hallo? Oh, Cutscene! Bullyforth. Kann mir denn niemand helfen? Haut ab, ihr fiesen Monster! Lass mich! Hey, dem sollten wir wohl helfen, ne? Das hört sich nach einer Aufgabe für mich. Ich sollte ihm schnell helfen. Na, wer ist denn sonst hier, um ihn zu retten? Du musst das tun. Okay, ich denke, wir kommen nur da hoch, wenn wir über diese Berge gehen. Schneeberge, whatever. Nehmen wir unseren Grapplehook. Zadak! Und hier ist auch unser großer Halter. Ey! Fress Scheiße! Fress das Gestein und stirb doch endlich. Komm her. So, das wäre erledigt. Hey, wer bist du? Da hat er doch gerade die Kapuze runtergenommen. Ich danke euch vielmals, mein Retter. Da haben diese fiesen Kreaturen doch wahrhaftig versucht, mich zu töten. Entschuldigung übrigens, wenn ich vorhin ein wenig komisch war. Ich heiße Bullyforth. Und wie heißt du? Ich heiße Melvin und wollte gerade versuchen, in den Turm dort drüben zu gelangen. Ich habe versucht, in den Turm, den Hort des Wissens aller alten Kulturen Aha. zu gelangen. Aber just dann griffen mich die Aber just dann. Monster an. Ja, warum erkunden wir den Turm denn nicht gemeinsam? Ist das überhaupt ein deutsches Wort, just dann? Oh nein, ich habe vorerst genug Abenteuerliches erlebt.
Und vor den Monstern habe ich auch genug. Okay. Ich mache mich lieber auf den Weg nach Hause, wo ich auch schön brav bleibe. Toll für dich, toll für dich. Dann nimm diesen Schlüssel. Hey! Ich habe ihn hier draußen gefunden. Er mag dir vielleicht irgendwo da drinnen nützlich sein. Und da du mir mein Leben gerettet hast, nimm auch noch das hier. Es ist Merlins Cape. Und es schützt dich vor allem vor Zauberattacken. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass es da drinnen genug unfreundliche Geister gibt. Okay. So ist die Zeit, den Merlins Cape zu sagen. Vielleicht begegnen wir uns ja eines Tages in friedlicheren Zeiten mal wieder. Ich würde mich bestimmt freuen, wenn du mich mal besuchen und von deinen Abenteuern erzählen würdest. Okay. Danke für den Schlüssel und für das Cape. Und da geht er dahin. Bully Force. Na dann. Tolle Sache. Na gut, schauen wir uns das mal an. Ah, Cape des Merlin. Schütz gegen Zaubersprüche. Ey! Wow, wir haben sogar ein Visual Upgrade. Coole Sache. Okay. Ich nehme an, dann kommen wir jetzt in ein magielastiges Gebiet. Ne? Scheint wohl der Fall zu sein. Aber erkunden wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es noch mehr Items, die wir benutzen können. Wir haben ja jetzt zwar den Schlüssel und wissen, was zu tun ist. Aber trotzdem. Gehen wir noch weiter. Bis jetzt scheint es mir aber zwar noch nicht so von den Schneemännern und von den Trollen nach Magie zu riechen, denn sie greifen mich ja nur normal an. Deswegen behalte ich das noch und werde es wahrscheinlich dann in dem Haus oder Schloss oder was auch immer das ist, der Hort des Wissens, dann wieder anziehen. Komm her! Dämlicher Schneemann! Oh Gott, du hast wohl einen Troll mitgenommen! Du kleiner Scheißkerl! Was machen euch diese Kleinen hier? Okay, ihr seid mehr als ich dachte. Hier, fresst mein Stein. Und fresst meine Funken, währenddem ich einen fucking... mit dem ich wie so ein Rocker die Finger bewege. Yeah, man, yeah! Rock'n'Roll, baby! Ist doch funny. Seht ihr euch das an? Yeah! Ich bin an einem fucking Metal-Konzert. Komm her! Hör auf, mit Schneebällen zu werfen! Dämliches Schneemänner, ey. Ey, meiner Trank. Die Großen haben wir selten bekommen. Jetzt werfen sie die uns hinterher. Haben sie etwa vergessen, die im Spiel zu verteilen und jetzt müssen sie sich beeilen, um hier doch die restlichen loszuwerden? Na, mir kann es recht sein. Ja, müssen wir jetzt aber links gehen. Ey! Oh, jetzt bin ich runtergefallen, scheiße. Ah, da können wir gleich wieder hoch. Und da ist ein Trank. Hm, kommen wir da auch hoch? Ich weiß nicht. Mal sehen, wo es hier lang geht. Wir müssen da durch. Irgendwie. Hier hinten waren wir nämlich noch überhaupt nicht. Hallo? Ist hier noch irgendwas? Was Verstecktes oder so? Vielleicht. Maybe. Hallo? Ist hier was? Nee? Ah! Mana-Trank! Seht ihr? Ich wusste es. Ich wusste es. So, müssen wir wieder hochkommen. Ist auf der anderen Seite hier auch noch was? Ach, nee, hier geht's ja gar nicht weiter. Scheiße. Ja gut, aber ich glaube, wir haben langsam hier alles erkundet. Zumindest das Wichtigste. Machen wir uns auf zum Schloss. Oder dem Turm, wie Talis ihn nannte. Und der Fremde hier. Also, was auch immer da ist. Denn ich habe irgendwie das völlig nicht mitbekommen. Dass Talia, oder? Talis ist der Name. Talis Mutter. Nein, Talis Vater irgendwie darüber gelabert hat. Oh, heilige Scheiße. Wow. Kann ich die Fackel hier anzünden? Warte. Das ist gar nicht der Feuerzauber. Scheiße. Hey, das funktioniert ja. Coole Sache. Was ist das? Feuer- und Wasserpfeile. Hey. Mit dieser Munition kann ich meinen Bogen vielseitiger einsetzen. Jetzt könnte ich sogar etwas in Brand schießen und es gleich hinterher wieder löschen. Aber das wäre ja eher Erdtroll-Logik. Wow, okay. Endlich. Ich hab's geschafft, in den Hort des Wissens zu gelangen. Hier finde ich hoffentlich bald etwas, um Talis zu retten. Sie muss schon halb erfroren sein. Mal sehen, was mich hier sonst noch so erwartet. Beeindruckend sind diese Gemäuer ja schon. Ja, und die Musik, Mann. Also, bis jetzt schon dieser Winterlevel und das neue Setting? 1A. Musik ist mal wieder richtig krass am Abgehen hier. Nicht so wie,
Wo waren wir? In der Canyon, da ging ja überhaupt nichts ab. Keine Musik, gar nichts. Nichts los. Was war das denn? Das ist eine riesen Halle, ey. Cooler Spiegeleffekt am Boden. Erzeugt schönes Glänzen hier. Und die Fledermäuse? Sind wir hier etwa bei Vampiren oder so? Oh Gott! Ah! Verpisst euch! Frisst Damage! Come on! Frisst den Damage! Come on! Money! Musik hier voll am Abgehen. Empfangen, Anwesenheitsliste. Was? Wird das hier noch kontrolliert? Gästebuch des Hohen Turmes. Willkommen im Hort des Wissens und der Weisheit. Verewigt euch auf diesen Seiten. Okay, hier noch eine Unterschrift. Wunderschön. Ich habe einen Penis gezeichnet. Zu den Treppen. Haben wir den Schlüssel noch? Nee, jetzt brauchen wir wieder einen neuen Kupferschlüssel. Na, du kannst nicht durch die Wand, ne? Aber ich kann dich schlagen durch die Wand. Komm her! Nein, ich weiß, dass ich einen Schlüssel brauche. Komm her, ich möchte jetzt nur töten. Dankeschön. Wow, das ist eine verdammt große Halle. Hey, da ist ja gleich der Schlüssel. Wow, das war einfach. Das habe ich mir nicht so einfach vorgestellt. Aber okay, ich nehme es gerne an. Und allzu viel Damage machen wir die Typen dann ja nicht. Oh, da wir schon davon reden, setzen wir lieber das Cape an. Wir wissen noch nicht, was uns hier noch für Magier erwarten. Wer weiß. Come on! Null Schaden! Ist das euer Ernst? Hey, das ist eine riesen Statue. Oh Gott. Irgendwie unheimlich. Was steht da? Statue des Hi Listen Hatab. Sind wir ja bei Assassin's Creed mit Alter, ich bin lachert. Oder so. Erinnert mich an diesen Bockmist. Transfloater. Na, sag mal. Wohin ging diese Technologie überall? Seit dem Hive gibt es hier überall diese Transfloater-Scheiße. Statue des Hai Ares no Bachit. Okay. Habe ich nur das Gefühl, dass sieht der Typ genau gleich aus. Aber egal. Er hat zumindest die gleiche Pose. Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Okay. Was steht da? Treppe zur Sakristei. Was zum Teufel ist eine Sakristei? Hey, ein Transfloater. Warum passiert hier nichts? Machen wir mal Licht an. Treppe zu den Konferenzräumen. Okay, gehen wir mal dahin. Hallo? Oh, der Pfeil zeigt mir den Weg. Wow. Treppenlevel. Oh, was ist jetzt los? Halt, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Hey! Warte, das ist doch der... Was war das? Habe ich da gerade eine Stimme gehört? Hey, das war doch der aus der Wüste. Aus dem Canyon. Der uns den Greifhaken gegeben hat. Dagoma. Oh oh. Er wird uns entdecken, ne? Was hat er hier zu suchen? Verfolgt er mich immer noch? Wer war das? Kam mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Du kennst ihn auch. Wir kennen ihn auch. Was für ein Waschlappen. Gehen wir jetzt mal weiter hier suchen. Kommen wir jetzt irgendwie da rein? So. Was ist das denn? Eine Büste. Hey! Witzig. Ich bin gar nicht da oben, aber ich komme an die... Was zum Teufel? Was war das jetzt? Hey, was zum Teufel? Ist hier etwas? Hey! Scheiße, wir brauchen irgendwas, um die Geister zu sehen. Mach Geister sichtbar. Hallo? Oh Gott, wo ist es? Da bist du ja! Warum konnte ich ihn nicht gut sehen? Ah! What the fuck? Ich kann sie nur sehen, wenn sie mich angreifen, ist doch ein Witz. Ich dachte mir, würde dieser Ring etwas bringen. Oder dieses Ankermolett. Das ist doch ein Geist, oder? Das ist creepy. Oh je. Hey, was zum Oh Gott, das ist ja halt wie Jumpscares. Meine Fresse. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das hier bringt uns gar nichts. Behalten wir halt das Cape. Oh Gott. Jetzt müssen wir immer damit rechnen, dass hier irgendwo ein Geist ist. Der uns eingreifen will. Gar nicht toll. Zu den Konferenzräumen. Okay. Hey. Was ist denn das für ein Skelett? Das leuchtet hier so.
Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Hm. Du brauchst einen goldenen Schlüssel. Ah, da können wir wenigstens rein. Hey, du! Wow, sogar am Boden gibt es die Glitzereffekte. Coole Sache. Ah, die scheinen mir nicht allzu schwer bewaffnet zu sein. Die tun hier gar nichts. Wir haben hier einen Kupferschlüssel. Sehr toll. Geehrter Exekur Vulpeth. Anbei erhaltet ihr eine Kiste Kombitränke, wie kürzlich bei uns geordert. Bitte beachtet, dass die Tränke vor Ablauf des oben auf der Kiste angegebenen Verfallsdatums verbraucht werden sollten. Wir hoffen, ihr werdet mit unseren Produkten vollauf zufrieden sein. Mit freundlichen Grüßen, Ke-Ar-Ran, Zauberer. Okay. Vor 3 Tagen fielen unsere Stellungen in den Ebenen von Thun. Große Dämonen drangen feuerspeiend aus dem Boden. Obwohl die Erde mit magischen Sprüchen versiegelt worden war, gelang es den Unwesen unserer Magie zu umgehen und mitten unter uns aufzutauchen. Nur wenige überlebten. Es riecht nach Verrat in den Reihen der Befehlshaber. Ah, hatten die etwas damit zu tun, dass der Boden plötzlich aufsprang? Von dem blauen Magma? Oder waren es doch irgendjemand in der Mine, die da das ausgelöst hat? So. Wo war jetzt nochmal das Schloss mit dem Kupferschlüssel? Ich glaube, da müssen wir nochmal zurückgehen, oder? Aber erkunden wir jetzt erstmal noch hier diesen Ort. Hallo? Ist hier jemand? Mann, das ist ein Riesengebiet. Hey, hey, hey! Was habe ich gehört? Wo bist du? Dämlicher Geist. So, kleiner Heiltrank. Hey, was zum Teufel? Komm her, wo ist er? 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 Ah, erwischt! Wildes Rumgefuchtel funktioniert. Komm her! Wow, die sind überhaupt keine Bedrohung für mich, habe ich das Gefühl. Normale Pfeile und ein Kombitrank. Cool. Aber meine Fresse, ist diese Halle hier groß. Ja, da hinten geht's nicht weiter. Hm. Ja, gehen wir mal da hinten durch. So. Scheint hier alles getötet zu sein. Können wir hier durch? Hey, da können wir rein. Was ist das denn hier? Belladonna. Okay. Eine Blume oder so? Merkwürdig. Der große Drache Arkan hat seine Geschwister gebeten, uns in der bevorstehenden großen Schlacht gegen die bösen Kreaturen beizustehen. Jarkan und Jorkan werden hoffentlich bald am Turm eintreffen. Okay. Im Morgengrauen des 7. Tages des Kriegs konnten wir die Furt über den Fluss Baharan zurückerobern. Alles klar? Bei all dem Pech, das wir in den letzten Tagen hatten, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir einen Verräter unter uns haben. Der Gegner scheint einfach zu viele Dinge ganz zufällig herauszufinden. Aber wer in aller Welt kann der Verräter sein? Es muss einer unserer früheren Köpfe sein. Okay. Merkwürdig. Verräter. Ne? Hey, geht's hier hoch? Hey, damit komme ich über die Mauern. Woo! Brandpfeile. Komm, schalten wir noch diese Fackel an. Jetzt habe ich hier eine jede Menge Brandpfeile, ne? Ja, coole Sache. Noch mehr. Alles anzünden hier. Mann, ist dieser Ort groß. Ah, komm her! Wildes Skelett mit deiner Sense. Als ob du mir einen Tod voraussehen möchtest. Geh schon an. Komm her! Hey. Tränke und Kisten. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Hier hinten geht's auch nicht weiter. Können wir irgendwie hier rein? Aber ich glaube nicht, oder? Sieht so aus, als wäre der Ort da verschlossen. Aber sehen wir nochmal nach. Hey! Das Tor mit dem Kupferschlüssel. Wo kommen wir denn hier hin? Können wir hier auch einfach nur hoch? Und das war's? Hey! Ein großer Kombitrank! Wow! Okay. Okay, jetzt müssen wir es noch darüber schaffen. Ah! Erledigt. So, was bringt uns das jetzt? K-
Können wir hier mit dem Grapple Hook irgendwo rüber? Das wäre, glaube ich, die einzige Chance. Ja, hier! Das sieht vielversprechend aus. Zieh mich rüber. Und zwar in ein Gebiet, in dem ich schon war, ne? Was mir die Karte hier sagen will. Hier komme ich auch nicht rüber. Und hier auch nicht. Wozu war das denn gut? Ah, hier können wir noch rüber. Geister! Komm her! Wenig Schaden machen sie auch nicht gerade. Was ist das denn? Ein Schalter. Hey! Wunderbar. Was zum... Oh, das ist eine Druckplatte. Da muss ständig Druck ausgeübt werden. Ah, dafür ist wohl die Kiste da. Kein Problem. So, einmal kurz draufgeschoben. Und das wäre erledigt. Somit bleibt die Tür offen. Aber warum kann sie nicht offen bleiben, wenn man nichts drauf hat? Ein Späher berichtete, dass die Riesenspinnen den großen Wald und die Höhlen im Süden von Gothos in Besitz genommen haben. Ja, ohne Scheiß. Auch vor einem Erkundungsflug hat einer Drachen ein Vor der Kobolde, ca. 30 Schachmeilen westlich von hier entdeckt. Das habe ich schon geräumt. Wenn er das meint im Walde? Das haben wir geklärt. So. Aber ich denke, wir machen hier wieder mal eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dann!